Oh nee, der scheint erkältet zu sein. Der hat eine richtig verrotzte Nase. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam meine Tierklinik spielen. Da geht es, wie der Name schon sagt, um Tiere und wir haben ja auch schon einen Hund, einen Koala-Bären und ich glaube, das andere ist ein Lama oder ein Alpaka. Also auch wirklich Tiere, die man vielleicht nicht unbedingt als Haustier hält. Wir gehen mal direkt auf Play. Herzlich willkommen in deiner Tierklinik. Dein erster Patient sollte jeden Moment eintreffen. Um dir den Einstieg zu erleichtern, tippe links auf das Aufgabensymbol und folge den Aufgaben. Okay. Papierkram muss ich erledigen. Ich würde aber viel lieber mich mal um Patienten kümmern. Oh, da ist, glaube ich, ein Patient schon. Das sieht mir doch nach einem Waschbären aus. Ich glaube, dem Waschbären müssen wir eine Spritze geben. Der Arme. Hat er aber ganz gut ausgehalten. Tat ihm gar nicht so doll weh. Dann kriegt er noch ein Pflaster. Direkt auf das Fell. Und geheilt. Da gibt es jetzt einen Stempel drauf. Wir können unsere Belohnung einsammeln und dem Waschbären geht's wieder gut. So, ich bin mal gespannt, was uns noch hier so für Tiere erwarten. Hier gibt es ja auch ganz unterschiedliche Räume. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Da kommt schon unser nächster Patient. Eine Katze ist das. Geh nochmal auf die Aufgaben. Das können wir einsammeln. So. Jetzt untersuchen wir mal das Kätzchen. Tippe auffällige Stellen des Tieres an, um diese zu untersuchen. Oh, ich sehe da schon eine Zecke, oder? Könnt ihr die auch sehen? Die ist da. Das kann man ja auch alles so bewegen. Das ist ja cool. So, wir tippen das jetzt mal an hier. So, damit die Zecke auch lokalisiert wird. Jetzt ziehen wir die Zecke raus. Also ich hatte noch nie eine Zecke. Die können ja auch Menschen beißen, wenn man irgendwie im Sommer durch hohes Gras oder so geht. Da bin ich ganz froh drüber. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal eine hattet, aber tut das weh, wenn man die entfernt bekommt? Ich stelle mir das ganz schön schmerzhaft vor. So, Stempel und Hugo ist geheilt. Oh, was ist das? Oh, ich habe da einfach eine Münze im Garten gefunden. Ich glaube, es ist schon wieder der nächste Patient da. Soweit, so gut. Viele Patienten brauchen jedoch Zeit, ganz viel Ruhe und vor allem liebevolle Pflege, um wieder gesund zu werden. Hierfür haben wir im Gebäude nebenan Patientenzimmer vorgesehen. Okay. Oh, hier ist noch eine Münze. Wieder ein kranker Waschbär. Mal sehen, was der jetzt hat. Hoffentlich nicht wieder die gleiche Erkrankung. Oh nee, der scheint erkältet zu sein. Der hat eine richtig verrotzte Nase. Erstmal abhorchen. Der wird jetzt hier bei uns stationär aufgenommen. Der bleibt jetzt erstmal nämlich hier. Und jetzt geben wir ihm erstmal ein bisschen Wasser. Und Futter. Frisches Obst und Gemüse. Das ist immer wichtig, wenn man krank ist, dass man sich auch gesund ernährt. Auch so natürlich, aber wenn man krank ist, vor allen Dingen. Ja.
Ein Leckerchen auf das Tier. Okay, ich dachte gerade, ich tue das in seinen Napf rein. Jetzt soll ich den Kleinen streicheln. Oh, der sieht aber gar nicht so zufrieden aus. Aber wie soll man auch gucken, wenn man krank ist? Jetzt gibt es auf jeden Fall ein Medikament, einen Saft. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ich gehe mal wieder auf die Aufgaben. Und da haben wir wirklich einige abgeschlossen. So. Wir haben aber noch ein paar mehr Patientenzimmer. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Hier kann ich, glaube ich, noch was streichen. Hier sind noch so ein paar Zimmer noch gar nicht fertig. Oh, das ist wirklich eine riesige Tierklinik. Achso, das muss man dann sich erkaufen quasi. Aber ich wollte eigentlich da drauf gehen. Oh, ich glaube, wir haben eine neue Salbe. Hier ist wieder einer. Noch ein Waschbär. Oh, ich glaube, der hat Flöhe. Der hüpft schon irgendwas auf dem Waschbär herum. Ja, der kratzt sich auch schon. Da kriegt jetzt erstmal so ein Anti-Floh-Shampoo. Der wird jetzt erstmal mit eingeschäumt. Und dann sollte sich das auch erledigt haben. So, zack. Wegen Flöhen muss er aber jetzt nicht hier bei uns aufgenommen werden. Ein Krankenzimmer. Ich glaube, da können wir ihn einfach so entlassen. Da kommt noch eine Katze, glaube ich, gerade rein bei uns in die Klinik. Es gibt hier in dem Spiel auch keine Menschen, also nicht, dass die Menschen die Tiere in die Klinik bringen, sondern die Tiere kommen ganz von alleine. Was ist das hier eigentlich? Achso, das Lexikon. Hauskatze und Waschbär haben wir bislang behandelt, aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Tiere. Vielleicht muss ich dazu aber ein paar Level aufsteigen, das könnte ich mir vorstellen. Oh nein, die ist ja total süß. Guckt euch mal diese Augen an. Ich finde die total niedlich. Ein richtig schönes Kätzchen und die hat eine kaputte Pfote. Charlie heißt sie. Oder der Kater. 5 Jahre alt. So, jetzt müssen wir erstmal die Katze hier ein bisschen verarzten. So. Ja, das Pflaster klebt gar nicht richtig. Stempel drauf und entlassen. So, ich hoffe, wir bekommen jetzt langsam auch mal andere Patienten, aber so wie es aussieht, nicht. Noch nicht. Da ist nämlich schon wieder eine Katze. Wer hätte das gedacht? Oh, die sieht aber gar nicht gut aus. Was hat sie denn da an dem Fell? Sieht aus wie, ich weiß nicht, fast wie so eine Verbrennung oder so. Oder? So, wir gehen mal drauf und dann nehmen wir jetzt mal die Lupe und gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Oh, Milben oder sowas, also irgendwie kleine Tierchen, die im Fell hausen. Haarmilben. Habe ich ja gedacht, das hatte mein Meerschweinchen auch mal und dann ist das ganze Fell ausgefallen. Das war nicht so schön.
So, ich glaube, ein Waschbären verarzten wir jetzt noch und dann war es jetzt das auch erstmal von der Tierklinik, glaube ich. Und der hat dasselbe. Dasselbe wie die Katze. Nachher haben die sich angesteckt. Hautpilz, doch nicht das gleiche. Sah aber auf den ersten Blick so aus. So, und das war's jetzt erstmal hier von unserer Tierklinik. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert und vergesst natürlich auch nicht, auf das kleine Glöckchen zu drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!